Hold on. Ha! Keine Spur von Possessen Anemon. Sie hat doch gesagt, sie würde uns hier treffen, oder? Vielleicht ist sie schon vorgegangen. Wir sollten sie lieber suchen wieder. Ja, und ich habe euch gefunden. Willkommen zurück zu Dragon Quest Treasures. Eine komische Sache, die mir aufgefallen ist, ist die folgende. Und zwar habe ich irgendwie immer mal gedacht so, oh mein Gott, wir haben diesen Slot hier nicht gehabt. Dachte ich mir, hö, haben wir nicht alles in Reihenfolge? Doch, wir haben alles in Reihenfolge gemacht. Nur der Amethystzahn, den wir letztes Mal gefunden haben, den kann man erst später bekommen. Also die Reihenfolge hier macht irgendwie nicht super hundertprozentig Sinn, aber ist schon okay. Und schau mal, wer da ist. Da ist sie doch. Es gibt ja also noch ein weiteres Monument. Mal sehen, was darauf geschrieben steht. Das Gewirr. Der Pfad zur goldenen Insel wird jenen offenbart werden, denen es gelingt, die Prüfungen dieses Labyrinths zu überwinden. Der Irrspiegel. Blicke tief in diesen Spiegel und sieh die Gesichter der Retter. Ihre drachenblauen Augen reflektieren ihre Zukunft. Der Schatz aller Schätze. Wenn die sieben Steine beweisen, dass die Hoffnung weiterlebt, wird der ultimative Schatz, der Weisheit und Mut symbolisiert, erscheinen und der Pfad zur goldenen Insel wird ewig währen. Aha, dieser Ort war also früher doch mit Isla Dorada verbunden. Dann hat jedoch der goldene Souverän dieses güldene Land irgendwie verschwinden lassen und an einen weit entfernten Ort geschickt. Und falls jemand mit einem einzigartigen Blick für Schätze und dem Wolkenkompass in der Hand erscheinen würde, dann vielleicht... Oh? Ah, Mida, da bist du ja. Ich war so frei, mich ein wenig umzusehen. Ich habe bereits jede Menge herausgefunden. Offenbar müssen die sieben Steine nach Isla Dorada gebracht werden, damit etwas geschieht. Ich hatte auch gehofft, etwas zu finden, das als Irrspiegel bekannt ist, hatte aber bislang kein Glück. Ich frage mich, ob das der verstaubte alte Spiegel gewesen sein könnte, den wir weiter unten gesehen haben. Allerdings hat er nicht gerade gespiegelt. Er war so verschmutzt, dass ich nichts sehen konnte. Oh, ihr habt ihn schon gefunden. Wie wundervoll. According to my research, meinen Forschungen zufolge gibt es im Labyrinth einen Spiegel, der das Gesicht des Retters widerspiegelt. Wenn das wirklich der Spiegel ist, den ihr gefunden habt, glaube ich, dass er sich als recht nützlich erweisen wird. Hä? Now then. Dank eurer Hilfe ist mir jetzt einiges wesentlich klarer geworden. Ha, und könnten die sieben Steine wirklich? Nein, ihr habt nichts gehört. Ich darf nicht zu voreilig sein. Gute Arbeit, Thank you. Ja, danke, ich habe euch um derart viel gebeten, dass es nur recht ist, wenn ich jetzt meinen Teil der Abmachung erfülle. Ich werde Kapitän Levanta sagen, dass er euch die Karte des Verstecks der Uralten geben soll. Besucht uns einfach im Sylvanianischen Lager in den Kragenwalden, wenn ihr bereit seid. Nochmals danke für eure Hilfe. Hoffentlich bis bald. Ja, und danke auf jeden Fall für deine Hilfe. Mit der Karte sollten wir an den, ich sag mal, vorletzten Drachenstein rankommen. Und ich weiß, wir haben zwar die Mission Begib dich zum Gewirr erledigt, aber wir haben noch eins mit Erkunde das Gewirr. Es gibt noch zwei Portale, die wir erkunden müssen, wovon wir eins erkunden können. Und zwar... Moment... Ah, mir ist zu weit. Die schlafen ja auf der Arbeit, was soll das? Ja, hier wird dann später noch das letzte Portal kommen. Aber darauf müssen wir noch ein bisschen warten. Was soll's? Machen wir zumindest schon mal das vierte. Hier steht's auch, 4 von 5. Ich bin ready. Stufe 40 ist empfohlen. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, auf welchem Level wir uns befinden. Wir sind ungefähr so 43, 44... bis 47, das geht noch. Ich denke, wir sind bereit. Fürs Gewirr. 10 ganze Ebenen wie immer. Wir fangen an mit Goldgolems. Und goldenen Drachen. Glänzender Drachen. Wow. Die habe ich auch noch nicht gesehen bisher. Krass. Verdammt, wie verfluche ich Schaden? Ich habe nicht darauf geachtet, bevor ich Schaden bekomme. Ich hau einfach nur drauf. Und meistens klappt das. Meistens natürlich nur, nicht immer. Okay, nice. Aber pass auf, komm von hinten. Bam. Sehr gut. Konnten noch das Schlimmste verhindern. Mist, ich habe keine Steine mehr. Oh, oh Gott, ich habe gar nichts mehr. Oh, oh. Warum bin ich denn so blöd und hol mir nichts? Bam. One shot. Oh Gott. Ich bin doch nicht vorbereitet gewesen. Ich dachte, ich wär's.
Ah, ich hab's doch vergessen. Das ist doof. Wir werden sehen, wie weit ich komme. Ja, nee, ich werd's schon schaffen. So schwer kann's doch gar nicht sein. Oder? Ich gehe mal davon aus, dass jedes Gewirr so eine Schwierigkeit höher ist. Das heißt, das hier wäre dann Schwierigkeit 4 von 5, oder? Ich glaube schon. Tragischer Zirkel. Ja, es ist immer sehr tragisch, den Zirkel zu benutzen. Da stimme ich jetzt. Hab ich ihn erwischt? Kollege? Nee, du brauchst noch ein bisschen mehr, glaube ich. Und Golemina auch. Ey, war abgestaubt. Nein, was soll das? Ich hasse das, dass sie sich so viel rumbewegen. Wenn wir einmal kurz nach vorne gehen, weil einer sich vor einem hinstellt und dann renne ich schon wieder weg. Toll. Zwei Dinge einfach verschwendet. Hoffentlich brauchen wir sie nicht. Aber selbst dann. Ich krieg den Dungeon noch alleine hin. Mein Dagger Gauge ist full. Wenn wir gleich einen starken Gegner haben, werde ich das auf jeden Fall nutzen. Gibt noch einer? Ja, da hinten ist einer. Komm, mach ihn weg. Weg, tschüss. Weg ist er. Und er will unser Team. Nein, den lassen wir nicht rein. Niemals! Niemals! Die Hälfte haben wir. Eben eine 5. Es kann natürlich aber auch sein, dass wir gleich noch auf einer anderen Ebene keinen Gegner haben, sondern wieder so ein, ich sag mal, so ein Totem, das es Ability gibt oder sowas. Ja, nicht Ability, eher so ein Buff. Genau. Und du bist buff, der am Schlafen ist. Off to the base it goes. Sehr gut. Wir sind fertig hier. Achso, hab ich nicht gemerkt. Aber manchmal gibt es ja auch diesen Flatter, der einem Sachen verkauft. Oh Gott, roter Riese. Holy shit. Oh, ich mache immer guter Schaden. Ja, okay, er mir aber auch. Also ich mache ihm gut Schaden, aber... Oh. Aber ich soll es nicht übertreiben. Ich gehe am besten auf den anderen Typen hier. Ich hoffe, der reift mich jetzt nicht an. Wo ist er überhaupt? Der besiegt? Ist er schon tot? Ich glaube schon. Wow. Krass. Glaube ich noch. 3 Kugeln. Ob das reicht? Leo, du musst aufpassen. Ich habe nicht mehr viel Heilung. Das wird brenzlig. Und ja, wir haben wieder so einen Totem. Eine kostenlose Ebene. Die LP steigert sich für meine Partner und mich. Hoch da. Wow. Einfach nur nach oben springen. Boing. Oh, nicht die Hände. Und ein Metallschleim. Bei den Metallschleims ist es... Ja, die machten... Ja, bei denen ist es immer gleich. Du kannst ihnen nur einen Schaden zufügen. Die haben zwar keine krassen Attacken, aber bei denen ist trotzdem der Kampf ein wenig nervig, weil es immer gleich ist. Oh, aber das war ein nicer Crit. Und jetzt, auf die harte Hand. Die kriegst du jetzt nämlich auf die harte Tour. Wir haben einen Chicken bekommen. Oh. Hab's leider erst in letzter Sekunde gesehen. Irgendwas mit dem Schleim, glaube ich. Metallstein bestimmt. Noch einer? Noch einer. Sehr nice. Was, zwei Levels hintereinander? Ha, Stufe 46 schon. Wirklich? Sind wir schon so weit? Krass. Okay. Vorletzte Ebene. Danach müsste der Boss kommen. Ich gehe erstmal auf die Hände. Bei denen vertraue ich nicht. Ich habe das Gefühl, wenn wir die zu lange leben lassen, dann wird das ärgerlich sein am Ende. So, weg ist er. Brauchst nicht mehr visieren. Wir sehen den König hier an. Ah, da ist noch eine Hand. Da ist noch eine Hand. Ich mach schon. Oh, oder er macht schon. Perfekt. Schon wieder nächster Stufenaufstieg. Wow. Ich bin sehr stolz auf euch. Ich wäre aber noch stolzer, wenn wir gemeinsam diesen Kampf gewinnen könnten. Gegen. Oh. Wieder so eine Cutscene. Letztes Mal war hier alles voller Feuer. Diesmal ist es eingefroren. Oh nein. Das sieht aus wie ein Drache ohne Flügel. Okay, es ist die gleiche Cutscene, aber trotzdem. Ein anderer Gegner. Ich würde das
Unfassbar, wie sich Bulimina einfach in die Katzen reingestichen hat. Now or never! Stufe 45, Frostblut! Wächter des Schnees! Du, 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 du. Wieso sind hier überall Vasen? Soll ich da was finden? Okay, der hat doch bestimmt eine Schwachstelle irgendwo. Der letzte hatte eine Schwachstelle an seiner Stirn. Weil er da so einen Edelstein hatte. Der hat doch bestimmt irgendwo auch was. Na, schau mal, wie wenig Schaden wir ihm machen. Und wie viel Schaden der uns stattdessen macht. Das stimmt ja irgendwas nicht. Ja, Leo. War klar, dass Leo wieder direkt so down gehen würde. Doch, der hatte auch dieses... Da, das Ding müssen wir anvisieren. Nicht? Der hat sich an der Stirn, aber in seinem Hals. Oder war das bei meinem auch am Hals? Jedenfalls, das ist die Schwachstelle. Kommen wir gleich so... Ich weiß nicht, Kristalle oder vielleicht so Eisbrocken oder so? Die wir eventuell auf ihn lenken müssen, damit er betäubt wird, damit wir Chance haben, da ranzukommen. Weil ich kann es gerade nicht so richtig anvisieren. Wo ist er jetzt wieder hin? Da ist er. Ah. Versuch's. Bam. Na, so viel Schaden hat er mir nicht. Ist das doch nicht seine Schwachstelle? Ha, aber vorhin hatten wir es erwischt, oder es war ein Critical. Hit. Ich bin nicht sicher. Also, wie sieht's auch immer an? Dieser ein Punkt. Wir sind wirklich auch immer an diesen einen Punkt an. Seltsam. Ich meine, ja, wegen theoretisch können wir auch was so besiegen. Der macht mir aus irgendeinem Grund kaum Schaden und die anderen beiden halten es auch gut aus. Nur Leo nicht. Oh, das war eine starke Attacke tatsächlich. Oh, oh. Oh, warum auf einmal so stark? What the hell? Bam. Ich hab nichts mehr. Wir haben ein paar schwache High-Items. This will make you feel better. Sehr schlecht. Sehr, sehr schlecht. Ich hab nichts mehr zum Heilen. Wir müssen es jetzt schaffen. Also uns selbst können wir noch heilen. Das ist nicht das Problem. Unsere Teammates werden es nicht mehr lange aushalten. Er hat sich in der Luft. Das schießt mit einer Schleuder auf die leuchtende Schwachstelle, bevor der Gegner wieder auftaucht. Okay. Bam! Passiert. Hä? Der Feind ist betäubt. Zieh auf seine Schwachstelle. Jetzt geht's. Jetzt geht es. Aber ich habe kaum noch Kugeln. Okay, ich spar's lieber auf. Mist, ich Idiot. Ich hätte es immer mitnehmen sollen. Ah, ärgerlich. Egal, wir haben schon über das erste Wort. Das ist doch schon mal was. Wie habe ich denn noch? Die ganz starken und wichtig benutzen. Ich habe hier noch magische Kugeln. Okay, macht Sinn. Feuer macht sehr viel Schaden gegen ihn. Und ich habe 50 Stück davon. Wieso benutze ich die nicht? Was, wo ist die Kugel? Wo ist die Kugel? Da? Erwischt. Yes. Angriff. Bam. Bam. Oh. Hoho. Gut, dass ich die auch immer mal gekauft habe. Die Hälfte. Allein jetzt konnten wir aber die Hälfte machen. Wow. Du musst mehr mit der Elementarkugel arbeiten. Weil bei dem ist es offensichtlich, dass Feuer effektiv ist. Aber das ist nicht immer. Das ist er weg. Ist er auf der Hut. Ja, da. Bam! Wie Gulemida geschlagen hat. Ich glaube wirklich, der Kopf ist sogar noch einfacher als der andere. Weil hier musst du einfach nur in die Luft schießen. Beim anderen musstest du ja wirklich ihm austricksen, dass er gegen so einen Magmafelsen rennt. Ich dachte, er wird genauso ähnlich. Aber wo, das tatsächlich nicht. So. Bam. Den Rest gehen wir auch so noch vorbei. Außer er macht wieder... Nee, macht er nicht. Gut. Angriff! Kriegen auch so besiegt. Oder? Ich glaube nicht. Ich habe nichts Besonderes mehr. Kriegst Wasser. Hier. Oh Mist, das geht nicht. Das zählt nicht. Das? Okay, das macht zumindest ein bisschen Schaden. Wasser geht bei ihm gar nicht. Nee, es macht null Schaden bei ihm. Aber egal, wir brauchen ja nichts mehr. Wir brauchen nur noch ein paar Schläge gegen den Bauch und dann ist er weg. Richtig? Yeah. Eisläufer. Yippee! We did it! We won!
Hätte die Vase mal anschauen sollen. Ja, passt schon. Wir kriegen... Easy peasy. Eine einzige Medaille für den ganzen... Was? Okay, wir haben ein paar Stufenaufstiege bekommen. Oh, okay, da ist noch mehr. Ich wollte mich schon beschweren hier. Grund, ganz schön brutal. Aber schließlich haben wir es dann doch geschafft. Also, dann öffnen wir mal diese Schatztruhe. Da ist bestimmt noch so eine Tafel drin. I guess. Na, schätzt schon. Und? Der Blick. Tatsächlich. Das Rubinherz befindet sich im Innersten von Drakonien. Dem Ort, den du nun entdeckt hast. Okay. Tja, ich habe sie gelesen, aber das Ganze ergibt nicht viel Sinn. Moment. Ach, wir haben es schon einfach gefunden? Was? Das war ja geschenkt! Mia erhält das Rubinherz! What? Das Rubinherz befindet sich da, wo du es gerade entdeckt hast. Und dann kriegt man einfach das Item. What? Okay. 6 von 7. Hey, Moment, das ist einer dieser 7 Steine. Das Rubinherz war wohl die ganze Zeit hier unten. No doubt. In der Tat. Gute Arbeit, Leute. Das war gar nicht so einfach. Ganz genau. Das muss dann wohl das Innerste von Drakonien sein. Die tiefste Stelle des Gewirrs. Hä, warte, was ist denn da ganz unten? Ist da nicht dann U5-Gewirr? Müsste doch eigentlich, oder? Leider haben wir noch nicht alle 7 Steine gesammelt. Well. Naja, dafür haben wir jede Menge Hinweise. Machen wir uns das zunutze, was wir herausgefunden haben, um die anderen Drachensteine zu finden. Du meinst den einen Drachenstein, der uns noch fehlt. Wir treten aus dem Teleportal heraus und lassen das Verlies hinter uns. Rubinherz gehört nun uns. Ein seltsamer Stein mit einem Kern, der sanft leuchtet und pulsiert, als sei das Leben selbst in ihm enthalten. What? Ich glaube, ich weiß sogar, was jetzt ist. Wahrscheinlich im Wüstengebiet? Oder im Moosgebiet? Ich glaube eher im Wüstengebiet wahrscheinlich. Mida hat ein paar besondere Schätze, die noch nicht begutachtet wurden. Sie beschließt, sie so bald wie möglich begutachten zu lassen und im Traverse-Raum zu verstauen. Machen wir das. Das ist natürlich ziemlich ikonisch. Ich mag diesen Stern da innen drin. Brennt da. Boah, 50 Millionen oder auch 65 Millionen. Yeah. Mightily impressive. Das ist genug, um endlich vom Silberjäger auf Rang 13 Goldjäger hochzusteigen. Yippie! Und wir haben einen Regenbogen-Hintergrund jetzt. Sind wir jetzt im höchsten Level? Nein? Da gibt's noch was drüber. Was kommt denn nach Goldjäger? Platin? Diamant? Ich weiß es nicht. Man sieht ja, die Reihenfolge ist hier komisch. Will man das Spiel sagen, den sollen wir als letztes bekommen, oder was? Gesehen in Dragon Quest Treasures. Ja, wo denn sonst? Oder sitzt sich hier... Ach, hier steht, wovon die... Oh... Hier steht zum Beispiel, das Schwert ist aus Dragon Quest 4, etc. Interessant, interessant. Ja, den letzten Drachenschein müssen wir natürlich noch finden. Und ich hoffe, dass wir so bald wie möglich mehr Hinweise drauf bekommen. Wenn wir unsere Mission anschauen, haben wir hier noch Auge der Bestie. Ein Hinweis auf das Saphirauge. Ach, haben wir das immer noch nicht? Ach, das ist dieses Hin und Her und Hin und Her. Und, aha. Das ist also wirklich das Letzte. Jetzt müssen wir zurück zu Abenteuermission. Hier, zu Kapitän Levanta. Der gibt uns das. Aber wir außerdem noch, dass wir hier seine komische Mission machen. Und mit Enderman sind wir noch nicht fertig? Ach so, weil wir noch nicht alle Steine und nicht alle Mitglieder getroffen haben. Riesel haben wir durch. Und die beiden auch noch nicht. Hier fehlen uns noch ein paar Ballons, ja. Und Altmerer Katzbalger wollte... Was wollte er nochmal? Kristallschätze? Da fehlen mir noch ein paar. Ah, ein paar Kristallgegner muss ich noch finden. Ja, das ist irgendwie Glückschance, glaube ich. Okay. Das ist, glaube ich, egal. Yay, ah, muss ich eine Karte machen. Die Schatzkarten sind auch nicht super wichtig. Und ich teleportiere mich mal ganz schnell nach oben. Und dann schaue ich mir mal die Tafel an. Also unten ist wahrscheinlich noch zu.
Ich glaube, erst ab Rang 14 geht unten auf. Also, hopp, hopp, dass wir... Toi, toi, dass wir unten das hinkriegen. Oh, der hat poliert. Nice, ein paar Millionen mehr. Gut. Ja, wir können direkt abhauen. Können direkt weiterziehen. Are you making prepare? Denn mein nächstes Ziel war eigentlich, ja, endlich mal die Wüste zu erkunden. Weil das letzte ist, was wir nicht erkundet haben, wenn wir mal hier auf die Karte schauen. Wir haben alles andere erkundet, nur das nicht. Ach, der ist sogar hier! Sehe ich normalerweise beim Drachenschädel? Das ist nur eine normale Quest, was ist das? Das ist nur ein Gewirr, das ist nur ein Gewirr, das ist nicht wichtig. Ein Gewirr. Eine tägliche Mission. Das ist noch sehr wichtig. Das müssen wir auch noch machen. Ja. Gehen wir in die Wüste. Where could the Dragonstones be? Ich weiß, wo die sind. Brauchst dich nicht fragen, where they could be. Denn ich weiß, where they are be. Gonna be. Ja. Und zwar hier vorne irgendwo daneben. Okay, keine Ahnung. Kann ja sein, dass Levanta uns die Karte zwar gibt, aber auf der Karte steht, nee, der Schatz ist ganz woanders. Das ist ja komisch, die hatten die ganze Zeit die Karte, aber haben den Schatz nicht geholt? Hm. Scheint ja dann wohl ein ziemlich schwieriger Schatz zu sein, wenn es darum geht, ihn zu finden. Habe ich recht? Das klingt auf jeden Fall so. Aber wir haben wirklich schon bald alles. Alles erkundet, alles gemacht. Das Einzige, was dann noch fehlen würde, wären, glaube ich, nur noch halt alle Schätze sammeln. Bin mir aber noch nicht 100% sicher, ob ich das machen werde. Ist gerade mein Reittier genau dann ausgegangen, als ich hier runterfallen wollte? Oder was ist gerade passiert? Was zur Hölle? Das war sehr gruselig. Ich habe das Gefühl, man landet immer mit genau einem Leben auf dem Boden, weil das war... Ich weiß nicht, ob das diesmal Zufall war. Aber ich... Wenn ich ehrlich bin, nicht das Gefühl. Aber schauen wir mal. Da musst du ihn besiegen. Ja, bist du das? Komm, lass ihn in Ruhe. Der ist nicht worth it, das sind solche... Und da vorne ist er! Kapitän! Levanta! Ach, komm mal, geh halt draußen rum. Jetzt wird's interessanter, denn jetzt kommt Levanta. Oh, ist ja am Essen mit denen. Oh, there you are. Ah, Mila, da bist du ja. Ich habe Kapitän Levanta gerade alles erklärt. Wie versprochen habe ich ihn gebeten, dir die Karte des Verstecks des Uralten zu geben. Zum Glück für dich kann ich der Prinzessin eine direkte Bitte nicht ausschlagen. Tatsächlich bin ich beeindruckt, dass du den Mumm hattest, sie zu fragen. Ich gebe dir die Karte des Verstecktes Uralten unter einer Bedingung. Du bist wegen seines Drachensteins hinter dem Uralten her, richtig? Nun, ich möchte, dass du diese Bestie um jeden Preis erledigst und diesen Schatz an dich nimmst. Was immer du auch tust, lass dir die Beute nicht von der Nase wegschnappen. Besonders nicht von diesem Schuft, Silberbein und seinen Tunichtguten, verstanden? Ich will mir gar nicht vorstellen, was passieren würde, wenn diese Gestalten die sieben Steine in die Finger bekommen. Also abgemacht! Okay. Cool. Gut, hier ist eine Karte. Die Karte des Verstecks des Uralten. Eine Karte, auf der Standort und Grundriss des Verstecks des Uralten verzeichnet sind. Die genaue Position wurde auf deiner Hauptkarte jetzt markiert. Not, Levanta. Keine Sorge, Levanta. Diese Jungspunde werden den fliegenden Freibeutern einen Strich durch die Rechnung machen. Wenn ihr das sagt, eure Hoheit. Also hör zu! Die Karte habe ich dir gegeben, aber meine Schätze gehören mir! Good luck! Viel Glück, Bida! Möge ein günstiger Wind dich zum Sieg tragen! Okay. Bida sieht nach, wo sich das denn befindet! Mein Gott! Okay. Ja, wo ist es denn? Ich wusste es. Hier vorne, bei der Schädelhöhle. Ich wusste es. Ich wusste, es würde hier sein. Ich bin ganz ehrlich, hier alles zu erkunden, wirkt mir nicht gerade sonderlich schlau, weil so viel wird ja wahrscheinlich nicht sein. Außerdem war ich eigentlich auch an sehr vielen Orten hier schon, nur wird es irgendwie nicht ganz eingetragen, glaube ich. Ich möchte auf jeden Fall nochmal hier hin.
Weil hier ist ein Höhleneingang zu einer sehr komplexen Höhle, die ich mir auf jeden Fall nochmal anschauen wollte. Und wenn wir das gemacht haben, würde ich dann tatsächlich danach erstmal den Weg hier gehen. Und dann da lang. Also das ist der Plan. Für diese und... Ja gut, weiß nicht, wie weit wir kommen. Und dann halt auch nächste Folge. Und dann sollten wir eigentlich durch sein. Ich glaube, dann können wir nach Hause. Und dann haben wir alle 7 Steine. Und dann ist schon vorbei? Ja. Mal schauen. Mal schauen. Okay, ich muss so ein bisschen in die Richtung. Ist es nicht da vorne sogar? Hä? Was ist denn hier los? Oh, Sand. Müssen wir nicht einen von diesen Dönerpirschern noch irgendwie bekommen? War das nicht was? Ein anderer von denen? Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nur, dass hier sehr starke Gegner waren zu der Zeit. Jetzt nicht mehr natürlich. Aber zu der Zeit waren hier alle sehr starke Gegner und vor allem super viele Schätze. Ich habe noch keinen einzigen Schatz gefunden. Was ist da los? So, wir sind angekommen. Bei den Sandstrahlminen. Hier war irgendwas komisch. War nicht sogar ein Wind, der uns nicht durchgelassen hat? Das scheint er jetzt nicht da zu sein. Vielleicht soll man auch erst später hier hin. Vielleicht war ich auch viel zu früh da. Ich weiß es nicht. Ach nee, sind das nicht diese Wolken, diese Dünen? Ah, muss ich immer verstecken. Nächste Kiste. Sehr schmierige Schorle. Ja, die hatten wir auch schon mal hergestellt, meine ich. So, schnell durch, schnell durch. Ah, ich will da hoch. Schmeiß mich da hoch. Was? Ein Schatz? Ich will keinen Schatz. Ich will das hier haben. Eine Dünenpirsche Medaille. Auch nicht schlecht. Ach, die knallen immer so nach unten. Dann macht das... Aha. Interessant. Wer hier wohl überall gearbeitet hat. Was meint ihr? Ah. Super, sehr interessant. Oh, knapp. Ich glaube, wir müssen hier lang. Ich glaube, hier ist was. Wenn ihr mich fragt. Also, wenn ihr mich fragt. Ihr könnt mich ja mal fragen. Ja, ja, ich glaube, hier ist was. Aha. Ein Terminal. Können wir jetzt anfangen. Ist das nicht zumindest mal ein Schatz oder eine seltene Kiste? Okay, eine Kiste. Die nehmen wir mit. Das war nur ein Silberschatz, aber wir haben gar nichts gefunden. Das ist unnormal für dieses Spiel, dass man keine Silberchests findet. Also nehme ich das mal mit. Okay, Mida freut sich auch. Von daher, warum nicht? Oh, Gott sei Dank. Warte mal, hä? Das ist ja wirklich nur zum Ducken. Zum Rausgehen. Hä? Das kann nicht sein. Was? Ich sehe nichts. Moment. Du willst mir sagen, hier ist nichts? What? Das ist so ein Miss-Potential. Hier hätte man so viel noch machen können in diesem Ort. Das Potenzial einfach liegen gelassen. Einfach hier was, so eine coole Fabrik aufgebaut, dann ist hier nichts. Wow. Nee, jetzt bin ich irgendwie nicht mehr in Stimmung. Jetzt bin ich enttäuscht vom Spiel. Hier ist einfach nichts. Ich habe das so lange aufgeschoben und wofür? Wofür? Umsonst. So, weil ich mir jetzt auch nicht sicher bin, ob das die sind, die ich brauche oder nicht, werde ich jetzt einfach mal aus Prinzip versuchen zu befreunden. In der Hoffnung, dass es eine von denen ist, die ich brauche. Dann machen wir mal so lange, bis wir einen kriegen. Bam, badaum, da, 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 da. Ich glaube, zwei reichen erstmal. Das sind ja auch noobige Gegner. Die haben wahrscheinlich nicht so eine hohe Anforderung. Oder? Und wir haben sie nicht mein Team? Mein Team ist super! Jeder sollte mein Team wollen! Das Metallschleim. Die Metallschleims eventuell auch so Schätze bei sich haben? Oder das, was wir brauchen? Daneben, Mist. Nein, ich habe direkt killen! Ach man, mein Team ist zu stark. Verdammt!
How you like this? Dun, dun, dun. Ah, warte. Okay, wir haben. Perfekt. Haben ihn gebändigt, weiterge. Oh Gott. Nein! Okay, ich muss eine von denen benutzen. Oder ich nehme die Wasserkugel. Da oben ist es. Okay, perfekt. Platsch. Und der Golem wartet schon lang auf einen Gegner. Doch leider kann er nichts. Also hau ich wieder ab. Knallharter Cocktail. Ja, komm. Gib ihm den Gefallen und besieg ihn eben. Er hat so lange gewartet. Tut mir leid, Mann. Ich hätte früher kämpfen sollen. Ich weiß es doch. Okay, ich weiß das doch. Es war nicht meine Schuld. Also, nein. Also, weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung. Komm, gehen wir erstmal weiter. Ich will nicht darüber nachdenken. So traurig. Genau, hier vorne waren wir schon. Bei dem Bahnhof. Da hinten. Oh mein Gott. Ich wollte gerade sagen, an den kann ich mich noch erinnern. Oh, bitte sag mir, ich krieg das von hier. Der Schatz da hinten ist mir eigentlich relativ egal. Ich will den Ballon haben. Ich glaube, die Ballons muss man auch irgendwann mal gesammelt haben. Ist hier gelandet? Aha. Vielleicht so? Was? Schieß ich da ganz leicht drüber oder was? Oder vielleicht lieber so? Ne, das war zu tief. Das vielleicht? Yo! Perfekt! Wie, ihr seid schon müde geworden? Das Abenteuer geht doch gerade erst los. Also ich bitte euch. Macht euch gefasst. Ein Abenteuer. In den trockenen, in den knochentrockenen Dünen. Aha. Da ist noch ein Balloon. Wow! Hilfe! Was? Ich hör was. Ich hör was. Ein Schatz! Ich habe einen Schatz entdeckt. Oh, hier sind die schon ein bisschen höher gelevelt. Ich habe übrigens das Gefühl und die Vermutung, wow, cool, dass Stufe 50 für die Story komplett ausreicht. Vermutlich wird das unterste Gewirr so ab Stufe 50 sein. Und da, der Jagdroboter, der war auch der, den wir brauchten, oder? War das nicht der? Der andere war es, glaube ich, gar nicht. Das ist nicht schlimm, dass wir den anderen jetzt trotzdem mal zur Sicherheit mitgeholt haben an Bord, aber ich glaube, er ist eher, wen wir brauchen. Pack mal ein paar auf ihn drauf. So, 5 Stück sollten auf jeden Fall reichen. Jetzt ist er nämlich überzeugt worden, dass wir krass sind. Vor allem jetzt, One-Shot. Was? Nein! Als ob. Okay, schnell, bevor er stirbt. Und Leo stirbt jetzt, leider. Aber, kann nichts machen. Komm in unser Team rein! Please! Hat schon Angst. Ja, sorry, Leo. Ich hab wieder vergessen, einzukaufen. Mach ich gleich. Ja, geh ich hier falsch? Nee. Ne, hier geht's lang. Außenrum. Einmal. Genau. Richtig. Das ignoriere ich ja jetzt erstmal. Und ich mach Giddy up. Warte. Da war so noch ein Ballon. Habe ich schon wieder komplett vergessen. Ich muss hier irgendwie nochmal hochkommen. Damit ich den sehen kann. Da ist der. Okay, Moment. Gib mir die Wasserdinger. Passt schon. Das wird reichen. Da hoch. So? Das ist, glaube ich, viel zu weit oben. Wahrscheinlich eher so. Oder hab ich das Blinken gesehen? Ja. Ich hab das drauf. Und es macht auch Spaß. So Ziehübungen zu machen. Not bad auf jeden Fall. Not bad. So. Ist hier noch was? Kann man auf jeden Fall lang. Theoretisch. Ja, da kann man auch fliegen, sehe ich gerade. Die ist eine Höhle. Ach, oh.
Hier geht's lang. Okay, hier geht's lang zur Schädelhöhle. Dann sind wir so oder so hier richtig. Aber wir gehen erstmal außen rum. Wir wollen hier hoch. Kann ich hier hoch? Ja. Moin. Ich muss hier hochkommen irgendwie. Moin. Bin ich hier falsch? Ich dachte, hier wird's lang gehen. Scheinbar nicht. Kommt ein bisschen Schädel gerade durch? Moment, lass uns erstmal die Kiste öffnen. Zuckerserum. Moment. Ah, wirklich, wir müssen durch die Höhle durch. Und anstatt, dass wir hier rauskommen, müssen wir hier rauskommen. Ah. Okay, das kriegen wir hin. Das kriegen wir schon noch hin. Aber der hier steht uns im Weg. Eine Wüstenrüstung. Ich meine, sieht zwar ganz cool aus. Hier ist eine Respektzeit. Er sieht zwar ganz cool aus, aber nett ist er nicht. Und warum macht er so viel Schaden auf dem niedrigen Level? Stufe 33? Dabei sind wir mehr als 10 Stufen über ihm. Wie kriegt er das denn hin? Das muss wohl ein sehr starker Gegner sein, im Generellen. Provokante Parade. Ey. Was wird denn das? Hast du mich wütend gemacht? Achso, da unten war ja noch einer. Oh, da ist noch ein Gegner. Okay. Überraschungsangriff! Ja! Bam! Ja, ich revive doch gerade. Spiel entspannt, ey. Ich revive doch gerade. Das sieht aber aus, würde da unten was sein. Hm. Na gut. Auf geht's! Giddy up! Durch die Schädelhöhle. Oh. Hallo. Habe ich einen Ballon gesehen? Ich sehe, glaube ich, Dinge. Hm. Mehr Jagdroboter. Aber wir haben ja schon jetzt einen. Oh. Oh. Ich habe einen Schatz. Schatz. Ich nehme die jetzt mit. Das macht mir nichts aus. Dun, dun, dun. Okay. It's gotta be worth a fortune. Nette Figur. Aber wo geht's lang? Matras Krone, da sind wir jetzt gerade. Das ist ein Teil der Schädelhülle. Oder ist es über uns? Hm. Das ist wirklich ein großer und komplexer Ort. Die ganze Wüste. Das ist generell einfach so ein Ort. Und doch, ich hab da was gesehen. Schaut mal, da ist wirklich was. Oh, knapp. What? Wie hat das nicht gepasst? Komm schon. Wollte schon sagen. Also, das wäre schon crazy gewesen. Ja, mein Ally ist in Trouble, aber die machen ja auch nur Trouble. So richtige Troublemakers. Okay, da müsste es dann lang gehen zu, ihr wisst schon wo. Und hier den normalen Weg. Zum Bahnhof, wo ich halt zuerst hin will. Aber erstmal muss ich Golemina retten. Irgendwer hat Golemina ins Gesicht gehauen. Das mochte sie überhaupt nicht. Die Arme. Und den Schaden. Na Freunde, beim nächsten Mal werden wir höchstwahrscheinlich dann schon den letzten Drachenstein aufsammeln und... Vielleicht finden wir dann endlich heraus, was es eigentlich mit dem Bahnhof ganz unten von der von dem Drachenschädel zu tun hat oder auf sich hat. Hier unten. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass es dort am Ende weitergehen wird. Weil wir müssen ja auch einen Weg finden, wieder nach Hause zu gelangen. Wir sind ja eigentlich nur hier, damit wir der Katze und dem Schweini helfen können. Damit wir dann auch wieder zurück nach Hause können. Ich gehe mal davon aus, dass Mida und Eric hier sehr viel Spaß hatten in dieser Welt, aber wir können ja nicht bleiben. Wir müssen wieder zurück. Wir sind hier ganz weit über den Wolken auf Leichen von großen Drachen. Wir müssen irgendwann wieder zurück. Auf den Boden. Da ist es. Hat wirklich gehofft, dass wir das heute noch erreichen. Und scheinbar tun wir das auch. Da ist es schon. Auch wenn da noch steht, irgendwie über 100 Meter. Weil, das ist doch da vorne direkt. Da soll 100 Meter sein.
Da habe ich aber Marathon gelaufen. Wow, cool. Wow, cool. Yippie. Was noch? Hier ist noch ein Schatz. Warte, warte, stopp, 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 stopp. Stopp, 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 stopp. Wie? Hä? Hey, it's close. Hier? Hier drüben oder was? Sag's mir einfach, komm. Sag mir einfach, wo ist der Schatz? Hm? Hier. Oh mein Gott, ich wäre hier wirklich noch hingegangen eigentlich. Ah, und ich guck trotzdem erstmal nach. Was soll's? Yeah. Zumindest noch ein Goldschatz. Aufgekratzt. Und das sieht aus wie eine Figur. Eine bekannte Person. Aus dem Universum. Gehe ich mal stark von aus. Da ist es. Auf dem Weg nach Britannia City. Kann man auch hier lang? Ah, vielleicht kann man hier so drüber klettern. Na, werden wir wahrscheinlich nicht machen. Oh, ein Golem. Ein starker Golem. Wie will ich kämpfen? Der hat bestimmt noch was zu bieten. Und zwar ganz viele Experience. Ja. Vor allem für Golemina. Klumpenmondschein muss. So, da ist es. Oh, und da ist noch was anderes. Das wird, glaube ich, nicht mehr so spaßig. Die ganzen Ballons noch ausfindig zu machen am Ende. Also ich habe schon noch vor, 100% zu machen, aber ich kann es halt euch nicht versprechen. Vor allem kommt auch darauf an, was denn 100% zählt. Nur alle Missionen machen oder auch alle Schätze sammeln? Ich glaube, Mission ist noch realistischer und etwas einfacher zu machen. Ah, stimmt, mit dem müssen wir jetzt auch noch reden. Aber ich glaube, die Tafel haben wir schon, die er will. Bestimmt. Schauen wir mal. Tramond. Hallo, ich bin Tramond. Oder Tramond. Der neueste Rekrut in Prinzessin Anderons Prätorianergarde. Ihre Hoheit hat mich mit der wichtigen Aufgabe betraut, dieses Gebiet auszukundschaften. Aber die Sache könnte wirklich besser laufen. Ich soll irgendwelche Steinmonumente finden, aber es kommt mir vor, als liefe ich nur im Kreis. Hätte ich doch nur nicht so einen schlechten Orientierungssinn. Aber du siehst aus wie eine erfahrene Kundschafterin. Vielleicht könntest du mir ja zur Hand gehen. Wenn du mir hilfst, ist ein Geschenk für dich drin. Ein höchst ungewöhnlicher Schlüssel, den ich gefunden habe. Also bist du einverstanden? Ach stimmt, da gab es doch noch eine Truhe irgendwo im Winterteil. Mit einem blauen Schlüssel vermutlich. Wo sind denn die anderen Kisten? Oh, die muss ich auch noch finden, glaube ich. Yes! Wirklich? Dann bin ich gerettet. Ich muss 3 Steinmonumente ausfindig machen. Könntest du noch ihnen Ausschau halten? 2 davon stehen auf dieser Insel. 1 in den stürmischen Sanden und das andere in der Schädelhöhle. Darüber hinaus gibt es noch eines am Gluteus-Gletscher auf dem Winterteil. Okay, eins haben wir nicht, weil in der Schädelhöhle waren wir noch nicht. Finde die 3 Monumente, lies die Inschriften, mit denen sie versehen sind und sag mir dann Bescheid. Wenn du es erledigt hast, wartet eine Belohnung auf dich. Okay. Abenteuermission. Welche fehlt uns denn noch? Alle 3? Ernsthaft? Moment, das müsste doch dann hier stehen. Oder nicht? What? What? Als ob wir da nicht ge... Boah, das war mir jetzt sauer. Das haben wir doch auf jeden Fall gelesen. Ja, das können wir gleich, das können wir theoretisch gleich machen oder halt beim nächsten Mal und das andere? Hier? Okay, das habe ich dann vielleicht wirklich verpasst. Werden wir machen. Kriegen wir hin. Kriegen wir noch hin. Und hallo? Kann ich dich wieder zum Leben erwecken? Ja. 10 verbrannte Erde. Ich habe genau 10 Stück. Perfekt. Einen Golem. Oh nein. Nein. Ich geb ihm doch nicht Golemina. Nein, ich hole gleich einen neuen. Und Sanguinit. Das kannst du schon mal haben. Oh mein Gott, Freunde. Das gibt's doch nicht. Nee. Also das mit dem Golem, das mache ich jetzt eben. Ich hole schnell einen Begleiter-Golem. Ja, dann muss ich den ganzen Weg gerade bis hierhin zurückrennen. Von hier aus bis da. Weil ich ja erstmal auf der Base. Ja. Ne? Weil ich jetzt auch auf der Base reintun muss. Unser Team. Ja. Das mache ich dann direkt am Anfang der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid dabei.
Und ich renne jetzt ein bisschen rum. So, noch ein paar Golems, ein bisschen ein paar Gegner. Und ja, bis zum nächsten Mal, Freunde. Sieht krass aus hier. Hat was. Where's the treasure? Noch mal Golems sein.